Ja, lieber Christoph, liebe grüne Jugend, erstmal vielen Dank für euer Lob und auch die Änderungsanträge. Wir sind uns total einig darüber, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften einen klaren sozialen Auftrag brauchen. Und wir sind uns einig darüber, dass sie das im Moment leider noch nicht tun und dass sie der Verantwortung in der Stadt, die sie haben, noch nicht gerecht werden. Deswegen haben wir eben sozusagen diese Quotenregelung vorgeschlagen, weil wir im Moment feststellen, dass zwar bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften durch das Mietenbündnis wieder Leute mit einem Wohnberechtigungsschein aufgenommen werden. Das Problem ist aber, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften suchen sich die Leute sozusagen raus. Und das heißt dann in der Realität, dass Leute mit einem negativen Schufa-Eintrag oder auch eben ALG-II-Empfänger meistens drunter wegfallen und diese Wohnungen nicht bekommen. Und da finde ich es auch richtig, dass wir sagen, diese Leute müssen unbedingt bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften unterkommen. Aber wenn wir diesen ganzen Antrag nehmen, wir wollen übrigens auch, dass es bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften keine Zwangsräumung mehr gibt. Wir wollen, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften das geschützte Marktsegment stärken. Das heißt, dass sie Wohnungen auch für Leute, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder wohnungslos geworden sind, diese Leute auch unterbringen. Das finde ich absolut richtig und gut. Aber wir verlangen den landeseigenen wirklich im Gesamtpaket sehr, sehr viel ab. Und deswegen finde ich es einfach richtig, bei dieser Quotenregelung, so wie wir es als Fraktion vorgeschlagen haben, da auch zu bleiben. Man muss sagen, wir reden auch hier gerade mal von einem Unterschied. Es geht um 14% der Wohnungen, die quasi im Jahr neu vermietet werden. Ja, also da sieht man, was für einen kleinen inhaltlichen Unterschied wir haben. Und ihr müsst sehen, es gibt Familien, die knapp über dem WBS, über dieser WBS-Einkommensgrenze drüber sind und die sozusagen keine Chance hätten, in einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft unterzukommen. Und das finde ich deswegen auch richtig, dass wir trotzdem darauf achten, dass es eine soziale Mischung gibt, also dass auch Gutverdiener eine Chance haben, da unterzukommen, weil wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie die SPD und Armenghettos schaffen. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, bitte ich euch, den Änderungsantrag abzulehnen, auch wenn wir uns im Ziel einig sind. Und ich kann der grünen Jugend schon mal zusagen, wir wissen ja nicht, wer sozusagen in den 285.000 landeseigenen Wohnungen lebt. Wir wissen es nicht. Und wenn wir das mal analysiert haben, wenn wir die Zahlen da mal bekommen und wir stellen fest, da leben fast nur noch Gutverdiener drin, dann können wir diese Quote auch gerne noch mal strenger machen. Aber im Moment würde ich sagen, lasst uns das erstmal so lassen im Antrag. Vielen Dank.